Und wenn wir hier weiter wollen würden, im Original Dark Souls 2 hätte man hier weiter müssen. Aber hier ist ein Versteinerter im Weg. Die zweite Möglichkeit, die uns jetzt bleibt, die es in Dark Souls 2 nicht gab, ist diese Leiter, also im Original. Im Original war diese Leiter hier nämlich hochgeklappt. Man musste also, wenn man hierher hin wollte, erst einmal hier über die ganze Brückenkonstellation rüber auf die andere Seite kommen. Und konnte hier sozusagen dann abkürzen. Also man ist sozusagen, hier hat sich den Weg durch den Drachenhorst gebahnt, ist dann hier angekommen. Das ist der Rückweg. Wie man sehen kann, steht da sogar ein Gegner im Weg. Da. Und da konnte man hier hin und her gleiten. Da ich aber jetzt nicht einfach den Drachenhorst abkürzen will, der jetzt ein optionales Gebiet ist, also nicht zwingend, will ich euch den, Originalweg zeigen. Der geht nämlich hier über die Brücke und ist teilweise sehr, sehr grässlich. So, erstmal dich loswerden. Oh, und ich muss den Ring noch tauschen. Während du aufstehst, kann ich das ja schnell machen. So. Du bist nämlich nicht der Rede wert. Aber ab hier wird's gefährlich. Genau, hier sind nämlich überall solche Mumien. Und nicht nur die nette explodierende Sorte. Vorsicht vor links. Sondern die ganz unnette Sorte, die gibt es hier auch noch. Die zeige ich euch nachher gleich. Erstmal gehe ich hier hoch. Genau diese Sorte, nämlich mit dem gelben Kern, sage ich mal. Ein Mitternachtsstein und da oben sind noch mehr davon. Die machen nämlich alles, und ich meine wirklich alles, instant kaputt. Okay, dass ich seine Eier kaputt gemacht habe, das hat er nicht gerne. Ja. Noch mehr Wächterdrachen. Allerdings sind die stärker. Au. Wie man sehen kann, vor allem wenn ich mich ungeschickt anstelle. So wie jetzt gerade schon wieder. Ja. Wenn ich ihnen jedoch die Schwänze entferne, sind sie gar nicht so schwierig. Ah. Stirb einfach bitte. Danke. So, die lassen den... Oh, der lässt den Flammenquarzring plus 2 fallen. Den gab es in Dark Souls 2 im normalen. Übrigens immer nur beim New Game Plus.
So, da ist noch einer von der Sorte. Stirb bitte schnell. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, der da, der könnte garstig werden, wenn er nicht unterwegs explodiert. Wenn er es überhaupt mal hier hoch schafft. Der kam nämlich gerade hier über die untere Brücke. Oder wollte über die untere Brücke kommen. Genau, der Kumpel da. Ja, die untere Brücke oder die obere Brücke? Oh, Invasion eines Finstergeists. Ah, Fechterin Charon. Die hatten wir ja schon mal mit ihrer mit ihrem Peitschenschwert da. Die gibt uns einfach mal einen Gong, okay. Genau. Die ist auf jeden Fall leichter als der Forlorn. Weil sie nicht ganz so viel aushält, aber genug austeilt. Ich sollte das lassen, ständig so oft zuzustechen. Sie erwischt mich ja doch immer wieder. Au. Genau, mit ihrem blöden Peitschenschwert. Da ist Sackgasse, da sollte ich nicht reinrennen. Und ich bin gestorben. Ja, Übermut ist selten gut. Neuer Versuch. Einfach so tun, als ob nichts passiert wäre. So, der kann ruhig explodieren. Dich können wir töten. Ah, das klingt immer so garstig, wenn die sterben. Ich bin froh, dass ich eine Waffe mit hoher Reichweite habe. Und so noch den Bogen. Und ja, ich sollte gegen die Fechterin hier oben kämpfen. Hier hätte ich nämlich mehr Platz zum Ausweichen. Ich trage zwar einen dicken Schild, aber ich darf nicht vergessen, dass ich immer noch ein Dexchar bin. So, jetzt dürfte sie gleich wieder auftauchen. Genau, Fechterin Sharon.
Sie verfolgt mich hier hoch. Gut. Wow. Genau, nur einmal zustechen. Das zweite Mal könnte nämlich tödlich sein. Jetzt bewirft sie mich mit Zeug, was mich langsamer macht. Ja, das war jetzt Win-Win. Genau, fein weicht sie super aus. Okay. Genau, die Taktik, gegen die kann sie nichts machen. Ich muss nur aufpassen, dass sie sich nicht heilt. Oh. Und dass ich nicht aus Versehen irgendwo runterfalle. So, jetzt habe ich sie fast. Gut, ich hab sie. Finstergeist Charon wurde besiegt und hier habe ich was vergessen, nämlich einen Drachenzahn. Den Drachenzahn nämlich. Das ist Havels Drachenzahn. Ein riesiger Drachenzahn, der als Großhammer benutzt wird. Dieser Zahn ist so robust wie ein Felsblock und soll von einem Drachen stammen. Ob das stimmt, ist nicht erwiesen. Er enthält jedenfalls mystische Kraft und macht seinen Träger gegen Magie und Feuer resistent. Hier. So, da Sharon jetzt weg ist. Und das hoffentlich der einzige Finstergeist hier war. Gehen wir jetzt einfach mal weiter. Ja, an den Loot, da kommen wir nur über die Seilbahn. Und ja, die drei können wir von der Richtung aus überfallen. Wow. Dafür ist der da noch im Weg. Genau, das war der Grund, warum ich hier lang wollte zuerst. Und nicht den oberen Weg genommen habe. Weil ich sonst denen da in die Falle gegangen wäre. Da es mir ehrlich gesagt echt zu gefährlich ist, mit denen zu im offenen Feld zu kämpfen. Allein schon, weil es teurer ist, meine Ausrüstung zu reparieren, als neue Pfeile zu kaufen. Mache ich die mal so tot. Da habe ich übrigens gerade noch einen von der Sorte gesehen. Ach ja, stimmt, du musst weg. Du bist nämlich ein Drachenpriester und wenn ich dich nicht wegmache, störst du mich im Kampf gegen ihn hier. Und das ist ja auch nicht was, was wir unbedingt wollen. Ein fossiler Drachenknochen ist schon mal besser. So, jetzt können wir uns hier erstmal ordentlich umsehen. Den können wir rennen lassen. Und ja, wir könnten den Drachen eigentlich einfach meiden.